Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns das kostenlose Programm XAMPP anschauen oder XAMPP. Damit könnt ihr ganz einfach einen lokalen Webserver sozusagen auf eurem PC ausführen oder installieren eben. Und dann könnt ihr so Sachen wie WordPress oder so auf eurem eigenen PC testen, ohne dass es im Internet verfügbar ist. Also es ist dann nur erreichbar auf dem PC, auf dem ihr das Programm installiert habt. Entschuldigt mich für meine Stimme, aber ich bin noch leicht erkältet, aber das Video wollte ich jetzt trotzdem aufnehmen, von daher viel Spaß beim Video. So, jetzt wo wir den Webbrowser gestartet haben, geben wir als erstes mal XAMPP bei Google ein. Dann kommen wir hier auf die Seite XAMPP Installers and Downloaders for Apache Friends und da klicken wir einfach drauf und dann können wir gleich, wenn es lädt, auf hier herunterladen klicken, XAMPP oder XAMPP für Windows in der Version 7.3.0. So, das speichern wir jetzt mal und warten eben, bis das Ganze heruntergeladen ist. Je nach Internet dauert das eben kürzer oder länger. So, wenn es dann runtergeladen ist, können wir hier auf Downloads in den Downloads-Ordner gehen und es gleich mal ausführen. Diese Warnung kommt bei Windows 10 bei mir zumindest immer. Die könnt ihr aber einfach ignorieren, solange ihr es nicht im Program-Files x86-Ordner installiert. Nur da kommt es zu Problemen. Ansonsten einfach ignorieren. Dann hier auf Next, ist ja irgendwie logisch. Dann wählt ihr hier die Sachen aus, die ihr braucht. Das braucht man alles, um WordPress oder etwas anderes zu installieren und auszuführen. Ich mache Webalizer nochmal rein, weil ich nicht genau weiß, für was es ist. Vielleicht ist es praktisch, vielleicht nicht. Ist auch egal, aber ja. Dann könnt ihr auch schon auf Next klicken. Und dann wählt ihr den Installationsort. Ich lasse den jetzt hier auf Standard. Wie gesagt, ihr könnt einen beliebigen Ort auswählen, aber eben nicht auf ein Program-File, also nicht in das Program-Files x86-Verzeichnis, sonst ist es auch egal. Und dann hier mache ich mal den Haken raus, aber das könnte man auch drin lassen und dann auf Next und das Ganze wird installiert. Viel Spaß bei diesem sehr spannenden Installationszeitraffer. So, das Ganze ist jetzt runtergeladen oder beziehungsweise installiert und wir können das Control Panel auch schon starten. Einfach hier den Haken drin lassen und auf Finish drücken. Ansonsten könnte man es auch starten, wenn man hier in der Suchleiste XAMPP eingibt. Ja, Sprache ist jetzt eben Deutsch und dann speichern wir das Ganze und das Control Panel sollte sich sofort starten. Hier ist das Control Panel auch schon. Hier sehen wir, was wir installiert haben. Wenn wir jetzt die anderen Sachen hier noch installiert hätten, könnten wir diese auch starten, aber uns reicht Apache und MySQL und wir starten es einfach mit einem Klick auf Starten. Funktioniert hat das Ganze, wenn beide grün hinterlegt sind und nicht mehr gelb oder grau, dann laufen die Server. So, irgendwas brauchen wir jetzt auch noch, was wir da drauf installieren wollen und ich denke mal WordPress ist für die meisten, die einfach eine normale Webseite, einen Blog oder irgendwas aufbauen wollen, zum Testen am besten geeignet. Deswegen laden wir jetzt mal WordPress herunter. Dazu gehen wir einfach WordPress in der Suchleiste ein. Hier gibt es dann einen WordPress.com und WordPress.org. Wir nehmen .org, weil das ist die kostenlose Variante. Bei .com hat man ja immer Webspace und alles schon dabei. .org lädt man eben auf einen angemieteten Webspace oder einen kostenlosen Webspace hoch. Dann klicken wir hier einfach für auf WordPress 5.0.3 herunterladen. Dann wird das Ganze auch schon gespeichert. So, dann haben wir eben hier die WordPress-Datei, aber mit der brauchen wir jetzt erstmal nichts zu machen. Als erstes gehen wir nämlich auf unser Dashboard vom Server. Dazu gehen wir in der Suchleiste, also in der Adressleiste einfach mal Localhost ein. Dann landen wir hier auf diesem Dashboard. Dann kann man hier auf phpMyAdmin, man kann auch direkt Localhost slash phpMyAdmin angeben, aber ich mache es immer so. Dann sehen wir hier unser ganzes Teil. Man könnte jetzt den Datenbanken noch ein Passwort geben, ist jetzt aber beim eigenen PC nicht so wichtig. Da würde man einfach hier auf Rechte ändern und Passwort ändern klicken. Dann hat man auch schon ein Passwort hinterlegt. So, jetzt haben wir hier unsere Datenbanken. Für WordPress brauchen wir auch noch eine. Dann geben wir hier einfach den Datenbanknamen WordPress ein. Und hier UTF-8 General. Ist so das Standarddingens, wie ich das weiß. Erstmal suchen hier, General, dann klicken wir auf Anlegen, dann wird die Datenbank WordPress erstellt. So, jetzt haben wir ja WordPress, können wir hier nirgendwo raus starten. Wir machen jetzt einfach mal hier wieder
die ZIP-Datei auf mit einem Doppelklick und haben hier den WordPress-Ordner. In den müssen wir in den XAMPP-Ordner verschieben, also in den htdocs-Ordner bei XAMPP. Dazu geht ihr in euer Installationslaufwerk, bei mir ist jetzt hier XAMPP einfach auf der C-Festplatte, Doppelklick, in den htdocs-Ordner, htdocs, Doppelklick. Und dann könnt ihr einfach den Ordner darüber ziehen, weil dann wird er direkt entpackt und dann dort abgelegt. Das Ganze dauert wieder ein bisschen und ja, bis gleich. So, wenn der WordPress-Ordner dann hier wieder drin ist, dann geht das eigentlich ganz einfach. Um auf WordPress dann zuzugreifen, gebt ihr einfach localhost slash Ordnername. Also bei mir heißt der Ordner WordPress, dann mache ich slash WordPress. Ich könnte den Ordner jetzt umbenennen, muss ich aber nicht, weil WordPress ein eindeutiger und einfacher Name. Dann können wir das Ganze auch schon installieren. Los geht's. Der Datenbankname passt, der Benutzername ist standardmäßig immer root und das Passwort ist wie gesagt kein Passwort, also gibt es nichts. Tabellenpräfix könnt ihr ändern, müsst ihr nicht, könnt ihr auch einfach so lassen. Datenbankhost ist der localhost, ist ja logisch, ne? Dann einfach auf senden klicken, dann wird das Ganze überprüft und dann könnt ihr auch schon die Installation durchführen. Dann könnt ihr hier einen Titel eingeben, ich nenne das jetzt mal einfach Test WordPress. Benutzername nehme ich Admin, Passwort, wow, nehme ich jetzt 1, 2, 3, 4, ist ja vollkommen egal. Schwachen Passwort muss man eben bestätigen und dann hier seine E-Mail-Adresse ein. Hier unten ist noch, muss man noch eingeben, ob die Website indexiert werden soll, also ob sie gefunden werden soll über Google oder eben nicht oder über Suchmaschinen generell. Dann könnt ihr auch schon auf WordPress installieren klicken. Hier könnt ihr entweder die Zugangsdaten speichern oder nicht. Ich speichere die jetzt einfach mal, obwohl man eigentlich normale Zugangsdaten im Browser nie speichern sollte. Bei dem hier ist jetzt egal. So, jetzt können wir uns auch schon anmelden, weil die Installation dauert echt nicht lang. Admin, Passwort, angemeldet bleiben. Dann sind wir hier schon im WordPress Backend. Und ja, dann kann man hier eben zum Beispiel Themes oder alles Mögliche anpassen, die Website anpassen, testen, testen, testen. Dafür ist das Ganze gedacht. Themen wechseln, alles Mögliche, Live-Vorschau. So eben, was man mit WordPress machen kann. Dass das Ganze auch ohne Internet funktioniert, also wirklich offline ist, kann ich euch jetzt mal beweisen, indem ich hier einfach das LAN-Kabel aus dem Laptop ziehe. So, hier unten. Kein Internet und ich kann hier trotzdem noch genauso arbeiten. Es lädt auch, wenn ich nochmal neu lade, genauso gut die Seite wie ohne Internet, weil Internet ist dafür echt nicht nötig. Aber außer natürlich, ihr wollt Plugins, Themes und alles sowas herunterladen, dafür braucht es natürlich eine aktive Internetverbindung. Zum Beispiel hier, das kann man jetzt ändern in Top Hardware oder so. Und damit baut man sich dann hier eben seine Website auf. Und in dieses Backend kommt man einfach mit slash WordPress. Nein, mit slash WordPress kommt man ins Frontend, also auf die Webseite. Das lädt jetzt, aber dann kommt man auf die Webseite und dann kann man hier dann zum Beispiel ins Backend. Hier ins Backend gehen oder man gibt einfach slash wp-admin hinten drin ein. Dann kann man hier eben auch Plugins, also mit Internet könnte man jetzt Plugins installieren und alles mögliche. Also eine voll funktionsfähige WordPress-Installation. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren und die Glocke eventuell auch abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Bis dahin, ciao, ciao.